Jo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ja, im letzten Part haben wir gleich zwei Pokémon entwickeln lassen. Kokowai haben wir bekommen und Raichu. Des Weiteren haben wir die VM Fliegen bekommen. Und ja, jetzt machen wir erstmal weiter. Machen die nächsten drei platt. Hey, du hast mich angerempelt. Das ist ja nicht wahr, das ist voll die Unterstellung. Pass mal auf, ich... Oh, Smog Smog, das mag eine Psychokinese, bist du weg, ey. Dann hast du deinen Smog Smog aber ganz schön ausgesmockt. Guck mal hier, Psychokinese und weg ist das Gedöns. 1200 Punkte und damit erreicht Sunnybunny fast Level 41. Sehr interessant. Und der nächste bitte? Ja sicher, ich mache dir Platz. Ja, mach mal Platz. Oh, noch ein Smog Smog. Du hast neue Chance. No chance for you. Bam. Smog on. Ah, oh, ne, lassen wir ihn mal ruhig machen. Lassen wir mal machen. Psychokinese! Garados werde ich dann wahrscheinlich in den nächsten Parts auch auf dieses Level 40 ungefähr bringen. Ungefähr in diesem Bereich auf jeden Fall. Das Gute, was mir bei Kokowai auch gefallen hat, er kriegt bei jedem Level ab 3 KP dazu. Bei jedem Level ab. Das ist schon heftig, ey. Treiben wir nicht in den Wahnsinn. Schon passiert. So, den machen wir auch noch platt. Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Na, dann wirst du deinen Erfolg jetzt aber hinten anstellen müssen, denn ich glaube, jetzt ist Feierabend. Mankey auf Level 29, okay. Dir gebe ich einen Gigasauger. Null Chance. Ich glaube, für unseren Rivalen wird es ganz, ganz schwer. Denn wir haben Raichu, wir haben Kokowai, also selbst wenn er jetzt Tutok bekommt, also null Chance. Nein, nein, nein! Doch. Ich will schon denken, wenn ich Garados trainiere, ob ich dann... Ach ja, ich lasse die auch erstmal sein. Ob wenn ich Garados trainiere, ob, ja, wie soll ich sagen, ob ich bis drin lassen soll, weil, ja, weil wegen Unlichtattacken und ja, der 6. Arena-Leiter ist ja bekanntermaßen Psycho. So Psycho-Allergiker, wisst ihr, und mal hier nehmen wir mal Raichu. Weil das sind halt Vogelheinis. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Von einem wie dir lasse ich mir erst recht nichts sagen. Und erst gar nicht, wenn er mit einem Haufen Habitats ankommt. Donnerblitz los! Oh, das war's dann auch mit der. Noch ein Habitat. Donnerblitz. Ja, ich würde sagen, für euch sieht es ganz, ganz düster aus. Vielleicht schaffen wir dann in dem Part sogar den Orden, wenn nicht, machen wir den ab dem nächsten Part dann. Weil in der Arena mich auch ganz gerne die ganzen Trainerkämpfe machen. Ja, das ist jetzt Part 33, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja. Bei 34 haben wir dann so gesehen unsere fünften Ohren zusammen. Kaputt. So. Verdammt. Sehe ich auch so. Einer von denen hat einen Dodri, so viel weiß ich noch.
Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspüren. Von wegen hohes Gras, du stehst auf so einer flachen Fläche. Okay, ich glaube, der war es nicht mit dem Dodri, ich glaube, das war da unten. Ey, eure Pokémon kann alle einpacken, merkt ihr das? No chance! Noch ein Ibitak. Gut, dann haben wir drei Schuhe. Wenn ich den unteren platt mache, denke ich mal auch auf Level 42 kommen. Schon. Ja, definitiv, denke schon. Also sowas. Wenn er jetzt nicht nur Dodri hat. Guru, wie klingt mein Vogel-Lockruf? Von einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, eine 0,00. Sag ich doch, der hat einen Dodri. Und das kann die, soweit ich weiß, Triplette. Aber komm. Gleich richtig ruf da, Alter, dann guess. Tot. 1150 Punkte und damit auf Level 42. Ich musste mit dir kämpfen. Stimmt schon, aber hättest du auch versuchen können zu gewinnen. Aber hast du nicht also Pech gehabt? Nicht mein Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich die legendären Vogel-Pokémon fangen soll. Zapdos denke ich mal definitiv. Arctos auch. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Also Zapdos auf alle Fälle, weil Zapdos ist mein Lieblings der 3. So, ich glaube, ich werde nur die rechte Seite von denen machen. Oh, hast mich gesehen. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke der Pokémon ab, es kommt auf die Strategie an. Intelligenz, obsiegt über roher Kraft. Okay, das sind Psycho-Heinis. Oh, ein Hypno, Alter, nice. Alter, musste da paralysieren, ey. Ah, es geht. Bam, kaputt. Was außerordentlich. Dankeschön. Ich lasse da mal lieber Glurak vor, weil die drei können da jetzt auf den Teacher nicht ausrichten. Ich möchte später eben ein Ninja werden. Oh, der Wärter Ninja. Du Ninjago, spiel Lego, hast du auch Ninjas? Lass uns mal Flüter bekommen, ob es reicht. Ja, reicht. Gut. Traumato? Traumato. Auch weg. Ja, Kadabra, kannst vergessen, der hat so schlechte Verteidigung, egal wie stark er ist. Guck mal, wie schnell die Leiste runtergeht, ey. Ah. Ich würde sagen, das war Feierabend. Und weg. So. Ich muss sagen, ich fand es bei Silber, Gold und Kristall am besten, weil da gab es ja in der Liga später auch, das war ja keine Top, viele waren eine Top 5. Also. Da war, hier ist ja der Arena-Leiter Koga und der ist ja in der silbernen, goldenen Kristall, mit dem Soul Silver und Scheiß, ich weiß nicht, ob da auch so ist, aber ich denke schon, ist er ja Arena-Leiter. Quatsch, Top 4. Und bei der Top 4, Top 5, Entschuldigung. Mann.
Ja, aber das hab ich damals auch nicht verstanden. Das waren 5 Leute, aber sie hießen trotzdem Top 4. Also sehr interessant, muss ich sagen. Level 44 für Glurak. Schlitzer! Na, wusste ich doch, dass irgendwann mal kommt. 40, 70. Schlendern Schlitzer. Na, ja doch, komm, los. So, Sandama gebe ich eine Psychokinese ab. Was eigentlich der direkte Tod bedeuten dürfte eigentlich. Ja. Arr Bock. Guck mal, Schlitzer abzieht. Da verpasse ich einen Flammenwurf. Ah doch, ich glaube, ich gebe ihm einen Flammenwurf. Ja, hier geht's Flammenwurf. Will er nochmal sicher gehen? Und tot. Auch Arbok. Arbok ist tot. Arbok. Autsch. Ja. So, weiter geht's. Ey, scheiße. Oh, nicht mal rennen kann man hier, ey. Ey, du Lutscher. Bleib stehen. Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nein, so unsichtbar sind die gar nicht. Man sieht die nämlich. Oh, ist dein Name? Gut, da kriegst du gleich einen Flammenwurf erstmal ab. Hier, bitteschön, zum Mitnehmen. Tod, scheiße. Arr, Bock. Jetzt will ich mal was wissen. Ich gehe mal ganz kurz bei Stärke der Attacken hin. Steht das hier irgendwo? Nein, scheiße, da muss ich so gucken. 70, 60. Oh, cool, Schlitzer ist ein Stück stärker als Flügelschlag. Dann kriegt man Schlitzer ein. Los! Und der Flügelschlag? Ey, nicht dein Ernie oder was? Oh, er hat mich besiegt. Na, ja, so ein Pech aber auch. Guck mal, Leute, wenn man hier guckt, die Wände sieht man nämlich, weil hier, wo man langlaufen kann, sind an den Seiten hier, an den Ecken, sind keine weißen Punkte. Und da, wo die Wände sind, sind weiße Punkte an den Ecken. Und dadurch sieht man, wo die Wand ist. Dadurch sieht man es. Kura ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Will ich gar nicht wissen. Ich denke mal, die waren scheiße. So, go! Oh, war ja, ey, da wird so einfach. Hypno? Okay. Gucken, ob ich ihn auch gleich mit einem ganzen Flammenwurf niedergeringt bekomme. Okay, nein, nicht ganz. Er gibt mir eine Kopfnuss. Zieht bei euch viel ab und jetzt gebe ich noch einen Flammenwurf und dann ist er weg. Punkte und auf Level 45. Ich habe es vermasselt. So sieht es aus. So Leute, wir gehen jetzt hier nochmal raus. Wir gehen jetzt nochmal heilen. Oh, Entschuldigung, warte mal. Ja doch, so. Wir gehen jetzt nochmal heilen und dann im nächsten Part machen wir den Arena-Leiter und dann, ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ja. So. Wir gehen nochmal schnell ins Pokécenter und heilen unsere Pokémon und dann, ja, beende ich den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Feuerrot. Ja, wir gegen Koga. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.